Daniel, am Sonntag geht's nach Aue. Welches Personal steht dir zur Verfügung? Ja, bis auf Olli Wehling, der nächste Woche leider operiert wird, sich ja am Knie verletzt hat, und David Itter, der nach seiner Krankheit jetzt auch im Lauftraining ist, stehen alle Spieler zur Verfügung, haben die Woche über gut trainiert. Und sollte jetzt nichts mehr dazwischen kommen, können wir mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Am Sonntag geht es nach Aue, eine Mannschaft mit neuem Trainer, vielen neuen Spielern, vielleicht auch nicht dem ganz optimalen Saisonstart. Auf was stellt ihr euch ein? Ja, lass mal den Saisonstart mal weg. Ähnliche Situationen wie bei uns letztes Jahr, ein Komplettumbruch, neuer Trainer. Dinge, die sich auch erst, glaube ich, finden müssen. Wir stellen uns auf eine sehr aggressiv spielende Mannschaft ein. Das hat man in beiden Spielen gesehen, vor allem jetzt auch im Pokal, obwohl sie 0-3 verloren haben. Waren sie schon sehr, sehr aggressiv und auch nicklich in den Zweikämpfen. Und da wissen wir, was auf uns zukommt. Eine laufstarke Mannschaft, die gut umschaltet und sicherlich auch viel Qualität für diese Liga mitbringt. Es stand eine lange Trainingswoche an in dieser Woche aufgrund des Sonntagsspiels. Konntet ihr gut arbeiten? Seid ihr gut vorbereitet auf den Gegner? Ja, wie ich finde schon. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet, haben auch noch mal viele Trainingstage zur Verfügung gehabt, was am Anfang einer Saison vor so einer englischen Woche natürlich auch gut ist. Und du kannst dann als Trainer immer noch so ein paar Dinge trainieren, vielleicht auch mal die eine oder andere Situation noch mal ausprobieren. Und ich fand, war die Woche sehr intensiv, sehr gut, mit viel Qualität im Training. Leider mit diesem einen Moment, Schockmoment da mit Olli Wehling. Aber ansonsten war es eine sehr positive Woche. Du hast durchaus wieder eine neue Option hinzugewonnen. Du hast die ersten beiden Spiele mit der gleichen Startformation begonnen. Ausnahme des Torwart, aber ich glaube, die anderen Spieler sind gemeint. Es rutschen aber wieder neue Optionen rein. Kannst du einen kleinen Einblick geben? Hast du jetzt noch eine bessere Auswahl? Ja, natürlich. Wenn Spieler wie Lukas Kunze, wie Mo Trapp zurückkommen, dann ist das natürlich immer für einen Trainer natürlich erstmal was Gutes. Wir können da, wie gesagt, fast aus dem Vollen schöpfen, bis auf Olli Wehling. Und es ermöglicht mir natürlich, mir und meinem Trainerteam nochmal mehr Möglichkeiten, auch auf den Gegner bzw. auf Spieler einen Einfluss zu nehmen. Und ganz final entschieden haben wir uns jetzt noch nicht, was die Startformation betrifft. Wir haben noch 2 Tage Zeit und können morgen nochmal das Abschlusstraining abwarten. Und dann werden wir mit einer sehr, sehr guten Mannschaft selbstbewusst nach Aue fahren und auch auftreten. Magst du einmal noch skizzieren, wie es nach Aue geht? Ihr trainiert morgen erst und dann geht es mit dem Bus nach Aue, ja, oder wie ist der Plan? Normaler Ablauf, fliegen können wir nicht, also fahren wir mal ganz normal mit dem Bus. Morgen nach dem Abschlusstraining geht's los und bereiten uns dann wie auf jedes andere Auswärtsspiel auch dementsprechend professionell und gut vor. Letzte Frage geht in Richtung ein bisschen Ausblick. Es stehen 3 Spiele in 6 Tagen an. Die klassische Frage, hat das irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit, auf die Arbeit des Teams, zwecks Regeneration, unterschiedliche Spieler zu nutzen? Der Kader ist breit. Kannst du uns da in deine Gedankenwelt einmal mit eintauchen lassen? Ja gut, erstmal steht Spielen und Regenerieren in den nächsten 8, 9 Tagen im Vordergrund. Das wird erstmal oder die beiden Schwerpunkte werden das erstmal sein. Für einen Spieler ist es natürlich immer gut, wenn er viel spielen kann, wenig trainieren muss. Für uns Trainer grundsätzlich auch. Wir haben 3 schwierige Spiele vor der Brust, sollten jetzt aber, glaube ich, auch nicht zu weit denken. Wir haben jetzt erstmal eine brutal schwere Aufgabe in Aue, die wir dort meistern wollen. Ich denke auch meistern können. Und alles Weitere wird dann auch die Zeit danach letztendlich zeigen. Ja, wie kommst du aus dem Spiel raus? Was machen die Spieler dann in den Tagen zwischen den Spielen für einen Eindruck? Auf welcher Position musst du vielleicht auch mal sich so ein bisschen dann auch anders aufstellen bezüglich Gegner oder eigenem Spielverhalten? Aber da werden wir dann auch die Entscheidung immer zum Spieltag hin treffen. Wir haben eine große Auswahl, wir haben es vorhin angesprochen, und da bin ich erstmal froh drüber. Dann erstmal viel Erfolg für Sonntag und wir sehen uns. Danke dir.